Ja, danke Stefan. Erstmal die Maske ab, nicht, dass ich krank von dir werde. Ja, schönen Dank, dass ihr heute alle hier seid. Ich bin froh, dass wir hier so zahlreich erschienen sind, um hier ein Zeichen zu setzen vor dem Landtag. Da werden Sachen entschieden, wo man wirklich nur noch sagen muss, die spinnen. Ich kann da eine kleine Anekdote erzählen, was jetzt in der letzten Woche und bis gestern eigentlich bei mir in der Familie los war. Meine Tochter ist letzte Woche positiv getestet worden, 10 Jahre alt. Wie viel sind das? 100? Und hatte letzte Woche Mittwoch nichts anderes als etwas Halsschmerzen. Das war die schlimme Corona-Infektion. Wir sind aber im PCR-Test gewesen. Die rechnen aber rein. Ja. Das Impfzentrum bzw. das Testzentrum konnte uns gar nicht sagen, wie wir uns verhalten sollen und wir müssen. Sie wurde positiv getestet, am Schnelltest, der PCR-Test wurde gemacht und dann wurden wir wieder nach Hause geschickt. Donnerstag passierte nichts, Freitag passierte nichts. Am Samstag bekamen wir eine E-Mail vom Gesundheitsdienst Osnabrück, dass meine Tochter doch positiv ist, das hat der PCR-Test gesagt, aber mit keiner weiteren Maßnahme, gar nichts, sondern einfach nur positiver Befund. Sonntag haben wir unsere Tochter dann wieder negativ getestet, das heißt also, sie hatte die Corona-Infektion schon überstanden und wir waren immer noch im Dunkeln und wussten gar nicht, wie muss man sich jetzt gesetzeskonform eigentlich verhalten. Montags habe ich dann die Schule informiert, ganze 5 Tage später, dass meine Tochter dann doch positiv getestet wurde. Sie kann sich dann, so wie heute Morgen, freitesten, dass sie wieder zur Schule kann. Haben wir auch gemacht, sie geht ab morgen wieder zur Schule. Montag habe ich dann beim Gesundheitsdienst angerufen in Osnabrück und die sagten zu mir, ja, wenn sie jetzt positiv ist, ja, dann muss sie in Quarantäne. Ich so, ja, sie ist aber seit letzter Woche Mittwoch positiv. Und in der Zeit, was mussten wir dann tun? Ja, die Maßnahmen und wie sie sich zu verhalten haben, wird ihnen noch per Post zugestellt, das bekommen sie noch. Das war die Aussage. Gestern kam dann ein kompletter Katalog, wie wir uns zu verhalten haben. 6 Tage nach dem positiven Test. 6 Tage danach stand dann darin, dass ich als Vater besser nicht mehr mit meiner Tochter zusammen Abendbrot esse, sondern sie bitte auch intern im Haus isoliere, dass sie alleine ihr Essen wahrnimmt und möglichst auch alleine im Zimmer ist und wenigst Kontakt zu den Personen im Haus hat. Eine 10-jährige Tochter soll man zu Hause isolieren. Das ist absolut schizophren. Und jetzt sage ich ganz ehrlich, wenn ich da hinten hinschaue und schaue, was die dort immer beschließen, eine Maßnahme jagt die andere und sie sind nicht mal in der Lage, die kleinsten Sachen überhaupt zu regeln. In Osnabrück werden 30 Millionen Euro für die Corona-Maßnahmen ausgegeben. Der Landkreis ist demnächst pleite. Wir erwarten ein Minus von 100 Millionen. Ja, und sie sind nicht mal in der Lage, Menschen überhaupt aufmerksam zu machen oder zu unterrichten, wenn ein positiver Befund da ist, was sie überhaupt machen müssen. Von daher, alles, was da oben geschieht, ist mit normalem Menschenverstand überhaupt nicht mehr zu erklären. Es funktioniert draußen überhaupt nicht, sie sind alle überfordert. Es wird aber immer und immer weiter hier mit der Peitsche geschwungen und immer weiter Maßnahmen gemacht. Und dann ganz ehrlich, es ist Zeit, dass diese Leute, die da oben sitzen und irgendwelche Maßnahmen beschließen, wegkommen, dass da vernünftige Leute demnächst die Politik machen, weil das, was da passiert, ist einfach nur lächerlich. Deswegen jeder, der jetzt hier ist und uns unterstützt, schön und vielen, vielen lieben Dank. Wer noch kein Mitglied in dieser wunderbaren Partei AfD ist, kann gerne gleich zu mir kommen. Ich habe noch Mitgliedsanträge mit, weil wir müssen mehr werden, wir müssen wachsen und wir müssen denen dann zeigen, dass wir damit nicht mehr zufrieden sind. Der Altusmann ist gerade mit einem Handwinken davongelaufen und wollte das lächerlich machen, aber es gibt doch noch in der CDU aufrechte Politiker. Herr Otte hat es bewiesen. Herr Otte lässt sich aufstellen. Herr Otte, von der AfD. Das sind doch richtige Patrioten, das ist konservativ. Das macht doch Hoffnung, dass auch in der CDU noch normale aufrechte Politiker sind. Herr Otte, danke schön für jeder, dass Sie das tun. Wir unterstützen Sie und auch wenn Sie jetzt ein Parteiausschlussverfahren haben, die Tür steht bei uns immer offen, kommen Sie gerne zu. Danke. Ja, vielen Dank, lieber Marcel. Wirklich erhebende Worte auch zum Thema den Gesundheitsämter und die Quarantäneanweisung. Ich glaube, die Erfahrung haben wir alle schon gemacht. Als nächstes möchte ich meinen lieben Kollegen, den Landtagsabgeordneten Per Lilienthal aus Hannover Landtag erwähnen. Lieber Per, bitte.
Ja, liebe Freunde, ich möchte meine Rede diesmal beginnen mit einem Dank. Und da schließe ich mich, man mag es kaum glauben, unserem Innenminister Boris Pistorius, der das heute im Parlament mit mich gemacht. Ich möchte das hier auch nochmal für uns durchführen. Ich bedanke mich bei den Polizeikräften recht herzlich, dass sie uns immer hier unterstützen bei den Demonstrationen. Ich weiß aus eigenem Erleben, dass das nicht besonders vergnügungssteuerpflichtig ist, abends irgendwo in der Gegend rumzustehen und nicht bei den Liebsten zu Hause zu sein oder einer sinnvolleren Tätigkeit nachzukommen. Man muss aber auch ganz klar sagen, sie sind nicht hier, weil wir aggressiv sind, sie sind nicht hier, weil wir nicht friedlich wären. Ja, wir sind friedlich, wir halten uns an alle Maßnahmen, auch wenn wir die kritisch sehen. Ich halte FFP2-Masken unter freiem Himmel für eine grenzwertige Verordnung, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, aber wir halten uns daran, damit wir demonstrieren können und auch, um Ihnen gegenüber Respekt zu zollen. Also einmal ganz herzlichen Dank an die Polizeikräfte. Die ich übrigens, und das hier ist meine 15., 16. Veranstaltung, ja, wir sind auf der Straße in Osnabrück, Basinghausen, Hannover und anderswo, immer als absolut verhältnismäßig erlebt habe. Bin sehr froh, dass das hier in Niedersachsen anders ist als anderswo. Denn die Bilder, die uns da über die sozialen Netzwerke erreichen, sind ja kaum erträglich. Ich muss auch noch was zum Grund sagen, warum wir eigentlich stehen. Es wird immer gesagt, ja, Corona-Leugner, Impfskeptiker und so weiter und so fort. Das muss ich sagen, hat sich in den Gesprächen überhaupt nicht bewahrheitet, die ich in den letzten zwei Monaten geführt habe. Ich bin selber 12 Jahre bei der Bundeswehr gewesen, war mehrfach in Afghanistan. Ich bin gegen Tod und Teufel geimpft. Also ich habe Substanzen im Blut, vermutlich noch. Dagegen ist so eine Corona-Impfung möglicherweise ein Kindergeburtstag. Ich bin per se erstmal kein Impfskeptiker. Und das erlebe ich auch in der Masse der Leute, mit denen ich rede. Die sind nicht per se gegen Impfung. Die haben ein Problem damit, dass die Maßnahmen der Regierung uns quasi übergeholfen werden, über den gezogen werden. Und da muss ich mal rückblickend auf die letzten 2 Jahre jetzt schauen und mir überlegen, was ist da eigentlich alles so gesagt worden. Stefan Bothe hat es eben schon angesprochen. Wenn 60% der Bevölkerung geimpft sind, ist die Pandemie vorbei. Stimmte nicht. Wenn alle Erwachsenen ein Impfangebot bekommen haben, ist die Pandemie vorbei. Stimmte nicht. Wenn die Krankenhäuser nicht überlastet sind, ist die Pandemie vorbei. Es gibt keine weiteren Lockdown-Maßnahmen. Stimmte nicht. Der Genesen-Status lief mal 6 Monate. Das halte ich ganz persönlich für einen Skandal. Was da gestern über die Medien gekommen ist, dass mal ebenso die Bürger, die sich rechtskonform verhalten, und das ist die ganz große Mehrheit, die möglicherweise für sich sogar einen individuellen Impfplan hatten, die sich zum Beispiel gesagt haben, naja, ich bin jetzt genesen bis zum XYZ und danach lasse ich mich impfen. Die werden jetzt von den Kopf gestoßen, indem von heute auf morgen gesagt wird, ihr seid nicht mehr geimpft. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir hier auf der Straße stehen. Wir wollen ein Verhältnis zu der Landesregierung, zur Bundesregierung auf Augenhöhe. Wir sind freie, mündige Bürger, keine kleinen Kinder, die man mal irgendwo abstrafen kann und sagen kann, seid ihr nicht mehr geimpft. Das geht so nicht. Und der Hammer an Dekadenz ist dann, dass zwar dem lieben Volk diese Maßnahme übergeholfen wird, also der Impfstatus durch einen Federstrich verkürzt wird, aber das natürlich nicht im Bundestag geht. Und meine Damen und Herren, liebe Freunde, wer dann nicht auf die Straße geht, der muss man fragen lassen, ob er, was er eigentlich noch mitmachen will. Das ist doch nicht auszuhalten, wenn Recht nicht mehr gleich ist. Das ist doch das Wesensmerkmal, das Gepräge von so einem Rechtsstaat, dass wir eben vor dem Gesetz alle gleich sind. Und da ist es doch eine unerträgliche Situation aus meiner Sicht, dass es 2 Gleichheiten gibt. Also da ist der Bundestagsabgeordnete irgendwie länger immun gegen Corona. Wie soll das denn erklärt werden? Und von daher haben wir jedes Recht, uns dagegen zu wenden. Haben jedes Recht, im demokratischen Spektrum zu sagen, wir machen das nicht mit. Wir gehen gegen diese Willkür auf die Straße. Wir wollen auf Augenhöhe als mündige Bürger behandelt werden und nicht einfach mit irgendwelchen Maßnahmen überzogen werden. Das funktioniert so nicht. Und zudem, das muss ich auch nochmal sagen, zudem diesen Tenor, der immer so teilweise auch durch die Medien wabert, ja, das sind alles Rechtsextreme und sonst was. Also ich kann nur sagen, was hier heute steht und was ich auch auf allen anderen Demonstrationen wahrgenommen habe, das ist aber auf die Pike, die Mitte der Gesellschaft. Das sind Familienväter, Mütter, besorgte Bürger, viele Pflegeberufe habe ich wahrgenommen. Also das ist doch völliger Unsinn, das quasi zu kriminalisieren und dem die Legitimation abzusprechen, indem man sagt, naja, da müsst ihr aber aufpassen, mit wem er marschiert. Nein, hier steht die Mitte der Gesellschaft, die einfach als Bürger bürgerliche Rechte wahrnehmen möchte und sich nicht vor die Wand fallen lassen möchte, wie zum Beispiel durch diese Verkürzung, die aus meiner Sicht völlig willkürlich ist, des Genesenstatus. Genau, genau.
Ich bedanke mich abschließend bei euch allen, dass ihr den Mut gefunden habt. Wir wissen auch, es ist unter der Woche, 18 Uhr ist keine dankbare Zeit. Aber jeder von uns, der heute die Kraft gefunden hat, hier zu stehen, steht für wenigstens 10 Leute, die es einfach nicht hinbekommen, weil sie durch Beruf gebunden sind. Ja, berufliches Leben dauert ja heute auch immer noch ein bisschen länger für viele. Man muss sich ja noch irgendwie testen lassen. Also von daher, ich bedanke mich bei euch und übergebe jetzt das Mikrofon an wen? Wahrscheinlich an Stefan erstmal, oder? Bravo! Bravo!